Hallo, wir sind hier auf dem Böhler Areal in Düsseldorf. Früher ist hier Edelstahl produziert worden und heute werden Events gemacht. Heute ein ganz besonderes Event, nämlich das T-Systems Symposium. Auch da geht es um Transformation, nämlich heute um IT-Transformation. Das ist schon stark, was man aus einer alten Werkshalle alles machen kann, nicht? Ich bin mal gespannt, was uns die 500 Teilnehmer hier so erzählen werden. Ob sie neue Geschäftsmodelle initiieren, modernisieren oder komplett auch erfinden, auch in der ICT, insbesondere in ihrem Fach, in ihrem CIO-Bereich. Ich glaube, es hat einen wesentlichen Einfluss für die Zukunft des Gesamtunternehmens und dieser Herausforderung müssen wir uns stellen. Und eine Botschaft möchte ich Ihnen ganz zu Beginn senden, das möchten wir mit Ihnen gemeinsam tun. Haben Sie Beispiele dafür, wo die IT ihr Geschäft transformiert hat? Für die Firma Leckerland kann ich sagen, ja, weil wir viele neue Konzepte am Point of Sale mit neuen Technologien, insbesondere im Mobility-Bereich, prüfen und dem Geschäft und dem Business eintragen und zutragen und damit eben halt auch uns neue Umsatzpotenziale erschließen wollen. Eine konkrete Anwendung von Mobile Collaboration ist unser Betreuungsprogramm für Diabetiker. In diesem Programm können Leute mithilfe ihres iPhones und mithilfe eines mobilen Blutzuckermessgeräts ihre Blutzuckerwerte verfolgen und dadurch sehen, wann diese Werte positiv oder negativ reagieren auf ihr Verhalten. Und das ist das Wichtigste, sie müssen ihr Verhalten ändern und da ist diese IT eine unauffällige Unterstützung. Da hinten diskutieren jetzt die CIOs, wie sie ihre Rolle vielleicht anpassen müssen, um näher an die Kunden ranzukommen, näher an die Fachbereiche, näher ans Geschäft. T-Systems hat ja das Schlagwort Zero Distance da in den Ring geworfen. Hören wir mal rein. Ich sehe eine meiner Aufgaben auch in dem Unternehmen Leckerland, Kommunikation zu leisten und da Brücken zu bauen. Das heißt, wir als IT-Organisation müssen schon verstehen, was vom Markt sich an Entwicklungen ergibt und wie wir sie in Systemen und Prozessen abbilden können. Unser Online-Shop ist das Interface zum Kunden. Also der Kunde arbeitet direkt auf der IT. Da ist nichts mehr dazwischen. Und das ist auch zum Fachbereich, zur Logistik. Alle arbeiten direkt mit dem, was wir zusammenbauen. Zero Distance ist quasi, beschreibt sehr gut, wie bei uns alle Funktionen zusammenarbeiten. Die Fachbereiche haben ja jetzt ganz neue Möglichkeiten und dadurch entsteht vielleicht auch eine Distanz zwischen den Fachbereichen und der IT. Wie machen Sie das in Ihrem Unternehmen? Ich denke schon, dass die Rolle sich ein Stück weit ändern wird. Sie wird noch spannender, weil die Vielfältigkeit dessen, was heute auch direkt teilweise in Fachbereichen an Lösungen angeboten wird, fordert uns in der IT heraus. Es ist aus unserer Sicht nicht ein Störfaktor per se, sondern es ist dann oftmals eine Quelle, etwas Neues und das versuchen wir dann der Allgemeinheit zugänglich zu machen. Die Ansprüche der Kunden sind deutlich gestiegen und auch die Ansprüche der Fachbereiche steigen weiter. Da ist es eigentlich klar, dass die IT nicht in ihrer alten Rolle verharren darf und Kapazitäten zuteilt. Ich bin der Überzeugung, dass viele von Ihnen, viele Ihrer Unternehmen durch näheres Anschauen, näheres Auseinandersetzen mit Startups und wie sie arbeiten, durchaus davon lernen und profitieren können. Ich glaube, dass wir gerade in der letzten Zeit sehen, dass durch Themen wie Zero Distance und andere ganz viele neue Geschäftsmodelle entstehen. Also E-Commerce ist so ein Beispiel, wo es ja eine ganze Reihe von Startups gibt, von Unternehmen gibt, die aus dem Nichts kommen und in relativ kurzer Zeit etablierten Retailern etwa wirklich Marktanteile abjagen können, im Wesentlichen, weil sie ihr Geschäft viel technologiegetriebener aufsetzen. Technology ist bei uns eindeutig eine der wichtigen Säulen. Wir sagen, Zalando ist Fashion, Zalando ist Prozesse und Zalando ist Technology. Wir kommen auch aus dem App-Business. Dort ist man ganz klar Business to Consumer, Business to Customer. Und der Kunde erwartet eigentlich heutzutage, dass die Daten immer da sind, immer verfügbar sind. Ich glaube, er macht sich immer weniger Gedanken um die Sicherheit, sondern die wird einfach als gegeben angenommen, aber durch diese Verfügbarkeit kann man natürlich auch Geschäftsmodelle dahinter bauen. Das Bewusstsein in den Fachbereichen, was Security angeht, ist ja noch begrenzt. Kann man das irgendwie ein bisschen anheben? Ganz im Gegenteil. Selbst Aufsichtsräte bringen sich ein und fragen definitiv, was sind Budgets, wie machen wir das sicher und ich will, dass das sicher ist. Von daher, das Rennen ist offen zu dem Thema und da freue ich mich natürlich drüber, dass wir jetzt den richtigen Dialog führen, wie wir Security gemeinsam anpacken. Welche Gefahren sehen Sie? Und wie bewerkstelligen Sie Sicherheit in Ihrem Unternehmen? Es braucht immer neue technische Antworten auf die Raffinessen der Kriminellen, der Hacker.
Aber es braucht natürlich auch anderes Verhalten des Anwenders im Umgang mit den Systemen. Die Frage ist, wollen Sie Regeln und Polizei sein oder wollen Sie mit Überzeugung und mit Wissen natürlich in die Fachbereiche rein und da sagen, in welchen Rahmenbedingungen könnt ihr euch bewegen? Ich glaube, das ist der sinnvollere Teil, Aufklärung zu betreiben. Das ist jetzt das Ende der Konferenz. Wir haben eine Menge gelernt über Transformationen und Zero Distance. Und ich persönlich habe mitgenommen, es gibt da einige richtig gute Beispiele, wo die IT und der Fachbereich richtig eng beieinander sind. Und dann entstehen auch die spannenden Lösungen. Die werden wir weiter verfolgen. Ich bin mal gespannt, was Sie uns nächstes Jahr so erzählen.